In den nächsten Wochen schauen wir uns eine Produktkategorie an, zu der wir schon lange nichts mehr gebracht haben und die auch oftmals gerne vergessen wird, und das sind Reifenpflegen. Ihr seht schon, ich habe mich hier mit ganz schön viel bewaffnet. Da sind alte Bekannte dabei, da sind auch ein paar Produkte dabei, die wir noch nie getestet haben. Und wir schauen uns zu all diesen Produkten an, was sie können, wie stark sie die Reifenfarbe wieder auffrischen, ob sie vielleicht sogar einen Abperleffekt erzeugen. Und heute schauen wir uns eines der bestriechendsten Autopflegeprodukte überhaupt an, nämlich das ADBL Tire Dressing mit Cookie-Duft. Heute widmen wir uns also dem Tire Dressing von ADBL in der Cookie-Duft-Variante. Und ich kann euch sagen, ja, das ist eines der bestriechendsten Autopflegeprodukte überhaupt. Wir werden das jetzt hier auf den Reifen auftragen. Die Reifen habe ich immer gleich vorbereitet. Ihr habt sie im Einspann gesehen. Ich habe sie mit einem pH-neutralen Felgenshampoo und der Unterstützung von ein bisschen Green Star soweit gewaschen, getrocknet. Sie sind jetzt hier perfekt vorbereitet. Die Klebekante setze ich immer bei der Größenbeschriftung des Reifens, damit wir hier dann auch immer wissen, wo sich welches Produkt befindet. Das ADBL Tire Dressing trage ich jetzt hier links vom Schriftzug auf. Ich habe mich hier vorbereitet. Ich nehme jeweils für die großen Flächen so einen schwarzen Mikrofaserapplikatorblock, schwarz, damit ich mein eigenes Farbsystem einhalte, und für Felgen und Reifen immer die schwarzen Sachen verwende. Für den Abtrag habe ich mir ein kurzfloriges und ein langfloriges Mikrofasertuch genommen, und für die Stellen, wo man mit so einem Block schwer hinkommt, das sind dann vor allem solche Riffelungen hier, werde ich noch mit einem Pinsel zusätzlich drüber gehen, und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mit dem Auftrag an. Der Cookie-Duft ist unglaublich, einmal mehr. Jetzt verteile ich es mal zuerst grob. Ich muss sogar noch ein bisschen mehr nehmen, weil das relativ gut hier in den Reifen und in den Applikatorblock einzieht. Ja, frei nach dem Motto, viel hilft viel. So, und dann nehme ich mir jetzt, wie gesagt, für die Stellen, wo der Applikatorblock schwer hinkommt, noch zusätzlich einen Pinsel und arbeite das hier so richtig schön in diese Stellen ein. So. Mein Polnisch ist echt eingerostet, aber ich glaube, hier steht 10 Minuten. Das heißt, wahrscheinlich heißt das, wir sollen es hier 10 Minuten ein bisschen antrocknen, ablüften, sich ins Gummi einmassieren lassen, und danach, ich sehe gerade, hier war es noch so ein bisschen, ja. Und danach gehen wir mit einem Mikrofasertuch drüber und nehmen das Ganze ab. Jetzt nehmen wir das ADBL natürlich noch ab. Es hat jetzt seine 10 Minuten Zeit, um abzulüften. Dann kann ich euch sagen, das funktioniert absolut problemlos.
Es fühlt sich gar nicht sonderlich so an, als würde man hier überhaupt was runternehmen. Sehr, sehr schön. Da oben ist schon eine Beschädigung am Reifen. Das ist also kein Produktüberstand. Funktioniert wunderbar. Dann schauen wir uns jetzt auch gleich an, ob das Produkt hier irgendeine Veränderung im Finish tatsächlich erzeugen konnte. Und oh ja, das sieht verdammt gut aus, muss ich sagen. Also ihr seht es jetzt auch auf der Kamera ganz extrem, der Unterschied hier in der Farbe. Ich nehme euch mal ein bisschen näher ran noch. Aber das ist doch mal ein ganz, ganz brutaler und extremer Unterschied. Also wunderschöne Farbauffrischung. Ganz, ganz sattes und tiefes Schwarz. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Natürlich muss so eine Reifenpflege nicht unbedingt einen Abperleffekt erzeugen. Aber es ist immer ein Indiz dafür, dass hier tatsächlich ein Schutz drauf ist. Und deswegen schauen wir uns jetzt noch an, wie das aussieht, wenn wir mit ein bisschen Wasser drüber gehen. Ihr seht definitiv hier der unbehandelte Reifen, da ist ein Unterschied da. Nehmt euch auch ein bisschen näher ran noch. Also da findet ein Abperleffekt statt, aber ihr seht schon, ein bisschen eine Lachenbildung ist da. Die Tropfen sind jetzt nicht die rundesten, die ich je gesehen habe. Obwohl, jetzt werden sie rund. Lustig, schaut mal, was passiert. Jetzt im ersten Moment sind sie unrund und wenn sie Zeit haben, sich zusammenzuziehen, dann werden sie plötzlich rund. Das finde ich jetzt extrem spannend. Und dann werden sie auch richtig rund. Okay, spannender Effekt. Update zum ADBL Tire Dressing nach einem Tag. Sieht hier immer noch abgedunkelt aus. Da ist der unbehandelte Reifen, da drüben ist das Autoglanz. Aber wollte ich nur mal kurz zeigen, einen Tag halten die hier durchaus auch mal durch. Kommen wir zum Zwischenfazit von ADBL Tire Dressing, denn auch das wird jetzt hier auf dem Auto wie alle anderen, die ich versucht habe, in einen Langzeitvergleich gehen und deswegen kann das hier nur so ein erstes Zwischenfazit sein. Wie gesagt, der Duft ist atemberaubend, dieser Cookie-Duft, der sollte aus meiner Sicht in sehr viel mehr Autopflegeprodukten noch drin sein. Ich würde mich zum Beispiel sehr über ein Shampoo freuen, das danach riecht. Das aber nur als Nebenbemerkung. Es funktioniert sehr, sehr gut, es funktioniert sehr einfach. Gefühlt braucht man ein bisschen mehr Produkt als bei den anderen Reifenpflegen, weil es sich nicht ganz so schön verteilen lässt. Das kann aber auch hier mit meinem Reifen zu tun gehabt haben. Deswegen würde ich jetzt das nicht zu stark ins Gewicht fallen lassen. Vom Preis her seid ihr bei diesen 500 Milliliter bei 16 Euro. Das heißt, ganz günstig ist es dann auch nicht. Und dann gibt es noch eine Liter-Variante. Da liegt ihr bei 30 Euro. Das heißt, das ist nicht unbedingt günstiger, was auch wieder ein bisschen ungewöhnlich ist für Großgebinde. Aber was dieses Produkt extrem schön erzeugt hat, ist eine enorme Farbauffrischung. Also mitunter die stärkste von allen diesen Produkten. Vom Abperlverhalten her war es so, dass sich zuallererst eine leichte Lache bildet und wenn die Tropfen dann Zeit haben, sich zusammenzuziehen, dann werden sie auch relativ rund und schön. Aber ist jetzt zum Beispiel nicht so stark hydrophob wie jetzt zum Beispiel das Soft 99, das Cheer oder die Fireball Sachen. Deswegen auch hier das Gesamtfazit behalte ich mir noch auf, wenn wir den Langzeitvergleich ein bisschen hinter uns haben und sehen, ob diese starke Farbauffrischung auch ein bisschen länger hält. Und deswegen würde ich fürs Erste sagen, funktioniert sehr, sehr gut. Duft außergewöhnlich, sehr, sehr angenehm, preislich. In der Mitte nicht ganz so günstig wie andere Sachen von ADBL, funktioniert aber sehr gut. Und deswegen würde ich sagen, versucht es für euch selber aus, denn das ist wie immer nur meine Meinung. Ihr müsst am Ende selbst entscheiden, ob das ein Produkt ist, das ihr euch gerne nach Hause holen möchtet. Denn für uns alle geht es ja am Ende des Tages um den Spaß bei der Autopflege. Das wünsche ich euch jetzt auch. Danke fürs Dabeisein und bis bald. Servus!